Freunde, was geht? Neue Eventwoche in GTA Online. Heute womöglich mal auf jeden Fall mit ein paar guten Nachrichten. Ich habe meine Infos mal wieder von Twitter, also kein Plan, ob die zu 100% stimmen. Aber da das Ganze immer relativ safe geleakt wurde, vertraue ich da dieses Mal einfach wieder drauf. Einfach, dass ich das Video ein bisschen früher fertig machen kann, damit ihr das auch früher sehen könnt. Falls sich also herausstellt, dass irgendwas nicht ganz stimmt, seht mir das bitte nach. Aber bevor wir zur Eventwoche kommen, gehen ein paar fette Grüße raus. Und zwar an Köpenick und sage ich nicht. Die beiden Ehrenbrüder sind nämlich Kanalmitglieder auf der höchsten Stufe geworden und haben sich somit einen Shoutout im Video verdient. Vielen, vielen Dank euch beiden für den Support. Wirklich sehr, sehr irre. Und dann würde ich sagen, labern wir gar nicht lang rum. Wir gehen rein in die Eventwoche, die euch mal wieder präsentiert wird von Easy Stretcher Shop. Eine Perle der Natur. Genießen Sie es. Link in der Beschreibung, Kuss. Wir fangen heute auf jeden Fall ausnahmsweise mal mit den neuen Inhalten an, denn das ist das Highlight, denn anscheinend sind die Geldtransporter-Überfälle wieder back im Spiel. Da geht das Herz eines jeden Oldschoolers auf, würde ich mal sagen. Ich freue mich komplett, ich weiß gar nicht, ob ich es wirklich oft nutzen werde, aber einfach, dass diese Möglichkeit wieder im Spiel ist. Ich erinnere mich noch, dass ich damals gefühlt mein ganzes Geld damit gemacht habe. Es war einfach ein geiler Vibe, deswegen cool, dass es wieder da ist. Ich meine, dass rund $25.000 bezahlt werden jedes Mal. Bin mir aber nicht sicher, weil wie gesagt, ich nehme das Video hier auf, bevor die Eventwoche letztendlich draußen ist. Ist aber im Endeffekt auch egal. Ich denke, es wird auf jeden Fall nice und wir schauen einfach mal, was wird. Bei Luxury Autos haben wir diese Woche einmal den Taipan und auch noch den Swinger. Bei Simeon stehen einmal die Akuma, der Imorgan, die Hakujo, der Riata und der Cliffhanger. Bei den Geldboni haben wir diese Woche Triple Money und zwar einmal auf den Tiny Racers Gegnermodus und das war auch schon leider alles, was Triple Money bekommen hat. Aber wir haben Double Money auf die neu reingekommenen Geldtransporter Überfälle. Sehr, sehr sick. Also gerade diese Woche auf jeden Fall ausnutzen, Freunde, aber im Endeffekt auch immer ausnutzen, weil einfach beste Leben der Kram. Außerdem gibt es noch Double Money auf dem Running Back Gegnermodus und das war es dann auch schon mit den Geldboni. Das normale Zeitrennen diese Woche ist das Maze Bank Arena Rennen und das HSW Zeitrennen ist das Run Alternates Rennen. Wir haben diese Woche, wenn ich das richtig mitbekommen habe, leider keine Immobilienrabatte. Sehr, sehr schwach auf jeden Fall, Rockstar. Danke dafür. Aber bei den Fahrzeugen haben wir einmal 40% auf den Swinger und auf den Imorgan. Außerdem gibt es dann 30% auf das Tarnmodul bei der Avenger, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann noch 30% auf den Taipan, auf den Daiti, auf die Tula und zu guter Letzt noch 20% auf die Streamer 216. Ja, ein paar gute Fahrzeuge sind dabei, aber letztendlich sind die Rabatte diese Woche eher weak. Kommen wir noch schnell zum Podiumsfahrzeug diese Woche. Da steht nämlich einmal der Silvestra. Kostet normalerweise fast eine Mio das Teil, also versucht auf jeden Fall euer Glück. Und zu guter Letzt natürlich noch das LSK Miet Preisfahrzeug. Dort steht diese Woche der 770. Wird euch normalerweise etwa $700.000 kosten. Um den zu bekommen, müsst ihr 2 Tage in Folge ein Verfolgungsrennen gewinnen. Ist, denke ich, auf jeden Fall machbar. Die Testfahrzeuge im LSK Miet sind außerdem noch der Brawler, die Coquette Blackfin und der Revolter. Und dann würde ich sagen, Freunde, war es das auch schon mit diesem heutigen Eventwochenvideo. Wenn wir mal ehrlich sind, ist das einzig Gute, dass die Transporter back im Spiel sind. Ich habe, wie gesagt, mitbekommen, dass die $25.000 bringen sollen. Bei Double Money wären es dann diese Woche 50.000, was ganz nice ist. Ansonsten sind es einfach nur Schmutzsachen diese Woche. Es ist wirklich eine sehr, sehr schmutzige Woche, muss man einfach mal sagen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das in den kommenden Wochen besser wird. Kann leider nichts dran ändern, Freunde. Deswegen kann ich nur sagen, ich hoffe auf jeden Fall wie immer, dass ich nichts Relevantes vergessen habe, was die Eventwoche betrifft. Falls doch, lasst es mich gerne wissen. Oder ob sich dann gleich auch rausstellt, dass noch was anderes reingekommen ist oder irgendwas Falsches. Gerne mich wissen lassen. Wenn ihr mich supporten wollt, dann folgt gerne rein auf Twitch und Instagram. Schaut gerne vorbei auf meinem Zweitkanal. Kommt natürlich auch gerne in unseren Discord. Und gerne natürlich auch bei meinem Shop vorbeischauen. Dort gibt es jetzt mittlerweile auch neue Stick Easy Stretcher Shirts und Shorts für den Sommer. Also lasst ein bisschen Liebe da, Freunde. Kuss für euren Support. Und dann wünsche ich euch viel Spaß diese Woche, würde ich sagen, Freunde. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.